Die Installateurfirma Marzig aus Zweithofen an der Ips baut Haustechnik für alle Sinne und feiert auch ihr 60-jähriges Bestehen nach diesem Motto. Ein Teil davon war eine originelle Badewannenrallye auf der Ips beim Schaukraftwerk Schwellöd. 41 Teams waren am Start und Rennleitung und Wasserrettung hatten alle Hände voll zu tun. Schon die Vorläufe waren ein oft lustiges Schauspiel, wenn sich so manche über die Richtung nicht ganz einig waren. Die Zweierteams, vielfach aus Politik und Wirtschaft zusammengestellt, waren zumindest mit voller Begeisterung bei der Sache, um die gar nicht so leicht zu steuernden Gefährte übers Wasser zu manövrieren. Gefolgt von den Unbestechlichen, der Michael! Und der Fritz, der Link, sich jetzt zeigt! Hopp, 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 hopp! Bei motivierender Musik und gastronomischer Versorgung verliefen die Vorläufe unfallfrei, auch wenn so manche abgeschleppt werden musste oder ein unfreiwilliges Bad nahm, weil die Wanne voll war. Aber das rosa Blumen hat man aus der Der Stil der Paddelmannschaften war unterschiedlich und eigenwillig, aber immer zielorientiert. Magdalena Therese Stommer, super Rennen! Das politische Hickhack wurde sogar auf dem Wasser fortgesetzt, wenn man versuchte, den Gegner aus dem Tritt zu bringen. Firmenchef Christoph Marzig fuhr im Gleichschlag mit Stadtrat Krammer und Nationalrat Hanger schlug sich mit Vizebürgermeister Lueger durchs Wasser. Die Ehrenrunde der Familie Marzig endete mit einem kühnen Wannensprung. Das unterhaltsame Treiben fand schließlich einen würdigen Gewinner der ersten Badewannentrophäe. Der Gewinner Max Oberglammer, Theo Kaas. Ja, Sie haben sich über die Qualifikationsläufe unverbessert. Das Marzig-Organisationsteam hat mit perfektem Einsatz bei Teilnehmern und Publikum gepunktet und freut sich auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr.